Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die es noch werden möchten. Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Wir schwitzen in eisigen Tiefen. In eisigen Tiefen? Der Ogertodfestung, wo wir draufgekommen sind, dass wenn wir ein Steinchen nehmen und es da auf der Seite runterschmeißen, dann hört man nicht den Aufprall. Was sagt uns das? Oder welche brennende Frage drängt sich hier auf? Sind wir hier in Ogertod oder nicht doch am Todessterz? Und vor allem, was liegt da alles unten? Ich meine, weiß nicht, Taschentierchen, Aufwichste oder Zuckerpapier und irgend sowas. Ja. Leichen. Oger vielleicht, was weiß man. Im letzten Part haben wir ja erfahren, dass wir der Verein Anwärter, wir sind, um uns herum wurde ein Kompott geschmiedet, ein gutes Ananas-Kompott. Und ja, jetzt geht es um die Wurst und wir schauen uns an, was jetzt da unten ist. Und genau. Du lieber und bitte. Wir werden der neue Großkönig. Hashtag. Nebel, genau, Hashtag Großkönig. Hashtag. Nebelmaschinen haben es übrigens auch die Zwerge, ne? Große Nebelmaschine. Oder die ganzen Ogerglosen da unten noch. Und das brennt uns ein bisschen auf. Heißt der, riecht nach Schmeilerschnauze. Hast der Oger mit Nachnamen Klose? Aber nur der deutsche Oger, oder? Das hört ja gerade ein Wortwitz auf den Nachnamen Klose. Ja. Machen wir weiter. Demi Klose. Ja, da ups die Pannen schon moderiert. Ups, ja. Ah, Dummdeal. Was gibt's? Gut. Was geht? Ja, Großkönig will mich in einen Wettstreit gegen Gans und Gar schicken, um dessen Krönung hinauszuzögern. Ja, oder ist in Wahrheit Gans und Gar, nicht Gandogar. Nein. Andokai hat die Bücher entziffert. Ja, es sind in Wirklichkeit Gans und Gar, nicht Gandogar. Andokai konnte entziffern, was in den Büchern steht, die Gorin Togo dem Schönen zukommen lassen wollte. Sie erzählen von einer dämonischen Bedrohung aus dem jenseitigen Land und wie man sie aufhalten kann. Lulin ist mit normalen Waffen nicht zu töten. Aber Untergründige haben eine Waffe erfunden, mit der das gelingen könnte. Die Feuerklinge. Untergründige? Was soll das denn sein? Du zuckst mit den Schultern. Vielleicht gibt es auch im jenseitigen Land Zwerge. Sie haben auf jeden Fall beschrieben, wie man diese magische Waffe herstellen kann. Wie jetzt? Wenn es mit Magie zu tun hat, kann die Waffe nicht von Zwergen stammen. Wir sollten die Finger davon lassen. Nudin fürchtet die Bücher. Ich glaube, die Feuerklinge ist unsere beste Chance, ihn aufzuhalten. Wobei jetzt der Feuerklinge fast ein bisschen zu generisch klingt. Für so ein Frostgram finde ich einen wahnsinnig schönen Namen für ein Schwert. Das ist Schwert von Arthas, vom Lichkönig. Bei WoW. Es geht um eine Axt. Der Frostgram kann auch eine Axt sein. Andere wissen auch nicht, woher ich stamme. Sie wollen mich nur benutzen, um Gandogars Krönung zu verzögern und letztlich den Krieg gegen die Elben zu verhindern. Was immer passiert, wir stehen auf deiner Seite, Gelehrter. Du bist dir nicht sicher, ob dir die moralische Unterstützung deiner Freunde im Wettstreit mit Gandogar nützlich sein wird. Doch es fühlt sich gut an, die Sache nicht allein durchstehen zu müssen. Ich denke, ich werde mich mal weiter umsehen. Verlauf dich nicht! Heute Abend trinken wir erstmal ein schönes Schwarzbier im glühenden Amboss. Ach so, vorher schon gesagt. Freunde, wo wäre ich denn ohne Freunde und wo kämen wir dorthin? Können wir da weiter? Oder sind da die Waffen? Die Wachen im Weg. Na, da sind die Affen im Weg. Ich bin vielleicht euer neuer King, also was zum Glück. Great King. Also, gehen wir schlafen, oder? Gehen wir schlafen. Ja, schauen wir mal, ob es da eine neue Option gibt. Du bist eine Option. Ich werde es. Ja, das... Stell dich nicht so an. Wie? Stell dich besser an. Oh. Sie Mutationholz. Es ist sehr selten. Vermutlich wollte Lundion alles untersuchen oder damit experimentieren. Okay.
So, Buendil hat gesagt, wir trinken ein Schwarzbier. Da wäre es vielleicht unhöflich, wenn wir das verpennen würden, oder? Und schlafen. Aber wir sind müde. Du freust dich auf das erste richtige Bett seit Wochen. Und dann mit einem echten Bär. Sollen wir nochmal rausschauen, ob wir draußen was finden? Was willst du finden? Naja, wer gesagt hat, er schaut sich weiter um. Naja, machen wir mal. Du wirfst deine Kleidung ab und legst dich hin. Ehe du dich versiehst, fallen deine Augen zu und du schläfst ein. Ich will ja die zwei Bros nicht sitzen lassen, ne? Für was haben wir denn Freunde? Als dir am nächsten Morgen deine neue Rüstung gebracht wird, kannst du deinen Augen kaum trauen. Und dennoch, als Schmied kannst du es nicht ertragen, keinen Beitrag dazu beigesteuert zu haben und beschließt, einige Einlegearbeiten hinzuzufügen. Auch wer die Rüstung eines Prinzen trägt, kann darunter immer noch ein Hofschmied sein. Meinst du nicht, Tumdil, Holofar? Jupp. Was wollt ihr hier? So wie eine Schlange in einem edlen Gewand noch immer Schlange ist. Genauso wie eine Schlange im edlen Gewand trotzdem noch eine Schlange ist. Deine Frage ignorierend mustert Bislipur dich ganz genau, bevor er spricht. Du willst also einer von unserem Stamm sein? Ein Findelkind? Von einem Zauberer großgezogen? Man soll es nicht für möglich halten. Und ich halte es auch nicht für möglich. Es gibt keinen Beweis deiner Herkunft. Und Gandogar hat den Rat auf seiner Seite. Warum ersparst du dir nicht die Blamage und erscheinst gar nicht erst vor dem Rat? Lass dein Vorhaben sein und wir nehmen dich in unseren Stamm auf. Wir geben dir alles, was du benötigst, dein ganzes Leben lang. Dafür unterstützt du Gandogar, anstatt ihn zu bekämpfen. Beweise, so wie euer Brief, der die Elben beschuldigt. Warte einfach ab, was ich bei meiner Rede zu sagen habe. Und wenn ich nicht annehme... Ja, da finde ich, sollte man was kontern. Eins. Ja, auch wenn ich nicht weiß, was, um was für ein Brief es geht. Na, das hatten wir im letzten Part in einer Cutscene. Der Brief, der angeblich belegen soll, dass die Elben für den Fall der Fünften verantwortlich sind. Verrat, ganz am Anfang. Wie ja, na, das sagen wir, das passt gut. Die Fünfte in ihrer fetten Festung. Fette Festung der Fünften. In ihrer FF. Beweise, so wie euer Brief, der nach über 1000 Zyklen entdeckt wird und die Elben für den Fall der Fünften verantwortlich macht? Es ist kein Geheimnis, dass die Elben hinterlistig sind. Und was wäre besser dazu geeignet, uns Zagen eins auszuwischen? Als das tote Land einzulassen und uns als Sündenbock darzustellen. Die Elben wurden durch das tote Land vertrieben und sind nun fast ausgerottet. Ich habe gesagt, dass sie hinterlistig sind. Nicht klug. K-L-U-K? Geh, wir haben nichts weiter zu besprechen. Warte einfach ab. Kinder des Schmiedes lassen sich nicht den Mund verdienen. Du bist ein Zwerg. Zugegeben. Aber kein Vierter kann sich daran erinnern, dass ein Zwergenkind verloren gegangen ist. Sagst du. Und du kennst Tausende der Vierten von Angesicht zu Angesicht und weißt ganz genau, wo sie im Gebirge wohnen, was sie planen und was für kleine Tragödien sich ereignen. Du spürst, dass all die langen Abende in der Bibliothek und Dispute mit Lord Ionan nicht umsonst waren, als Bislipur um eine Erwiderung ringt, ehe er es dann sein lässt. Wenn ich den Vorschlag nicht annehme. Okay. Und wenn ich meine Kandidatur nicht zurückziehe? Du willst dich gegen deinen eigenen König stellen? Ein dahergelaufener Zwerg? Deinen verdienstvollen Anführer wie Gandogar durch seine Kandidatur beleidigt? Das wird niemandem im braunen Gebirge gefallen. Mach dich darauf gefasst, bei den Vierten das Leben eines Außenseiters zu führen. Du hast wahrlich genug von diesem Zwerg. Er bereitet dir Unbehagen. Mehr noch. Raus hier. Ein vermenschlichter Bastard gibt mir keine Befehle. Wisse, wo dein Platz ist, falscher Zwerg. Ah, und deshalb jetzt Goldenhand. Goldenhand. Oder?
Eigentlich nicht. Eigentlich ist das ein Teil vom Wettkampf oder passiert das während dem Wettkampf. Aber gut, vielleicht straffte sie die Story auch ein bisschen. Die Rüstung wurde von einem Meister angefertigt. Über dem Kettenhemd liegt ein Panzer aus Stahl, der an mehreren Stellen mit Gold legiert wurde, was dir definitiv zusagt. Außerdem gibt es einige Zierteile aus Stein, um an die Herkunft aus dem Reich der besten Steinmetze zu erinnern. Du hattest gerade das letzte Ornament fertiggestellt, als Bislipur dich unterbrach. Das Siegel Lord Ionans, der dich aufzog und dir ein Zuhause gab, das es nun nicht mehr gibt. Moin. Oi. Sie ist nicht nur eines Königs würdig und passt wie angegossen, sie sollte mir auch im Kampf zusätzlichen Schutz bieten. Sehr gut. Wunderbar. Die Schale mit Gold. Ein wenig von dem Gold hat einen münzgroßen Fleck auf deinem Handrücken hinterlassen. Es schmerzt, aber dir gefällt der Gedanke, dass ein wenig von dem geliebten Metall nun ein Teil von dir ist. Genau, eigentlich ist das eine Sache, die wie gesagt im Wettkampf passiert. Im Wettkampf müsste es nämlich einen Becher mit flüssigem Gold balancieren, das ist hier scheinbar dann nicht der Fall. Und währenddessen laufen, verschüttet er ein bisschen was und das landet dann Okay. auf seinem Handrücken. Gut, wir sind aber soweit durch. Jupp. Reden. Ganz viel reden. Das war was für dich, hm? Das ist ein Referat hochziehen. Die Rede. Darum erhebe auch ich Anspruch auf den Thron. Und darum denke ich auch, der fähigere Anwärter zu sein. Danke für deine Rede, Tungdil Olofar. Der Rat möge nun seine Frage stellen. Der Rat möge seine Fragen stellen. Okay, gibt's nicht. Ruf Bislipur auf, den zweiten und den vierten. Nee. Na gut, fangen wir mal unten an. Eure Frage? Nur um das richtig zu verstehen. Du willst eine Waffe schmieden, die in einem Märchenbuch aus dem jenseitigen Land beschrieben wird, um einen Dämon zu töten, den niemand von uns je gesehen hat? Ich habe ihn sehr wohl gesehen. Wohin gar, Schimmerbärtchen. Und da sind wir wieder. Kleine Unterbrechung an dieser Stelle. Eine überraschende Unterbrechung, aber Unterbrechungen sind immer überraschend, sonst waren sie ja. Es kann auch eine geplante Unterbrechung geben, wenn man weiß, wenn man noch eine Stunde sind. Auch wieder wahr. Ah, genau, wir wurden ausgelächtert. Ne? Fakt ist, unsere Probleme werden sich nicht von alleine lösen. Die Zwerge müssen handeln. Andokai die Maga hat den Text übersetzt und meint, wir können den Dämon so vielleicht töten. Ich kann nicht beweisen, dass es die Lösung ist, aber es ist unsere einzige Option. Wir haben das Tote Land mit eigenen Augen gesehen und sein Meister Nord-On konnte nicht getötet werden. Viele sind für die Bücher gestorben, in denen steht, wie die Feuerklinge hergestellt werden kann. Und der Magus hat alles unternommen, um die beiden Stiele aus Sigurdanzienholz in die Finger zu bekommen. Das sind die Fakten, ob sie dir gefallen oder nicht. Die Probleme werden sich nicht von alleine lösen, also frage ich euch, ist es die Art der Zwerge, beiseite zu treten und nichts zu tun, oder ist es unsere Art zu handeln? Zu handeln. Wir verstecken uns nicht. Menschen das Tote Land nicht aufhalten, dann eben wir. Wir sollten uns da nicht reinziehen lassen. Zeigen wir dem Magus die Stärke der Zwerge. Der zweite? Oder? Nicht gut. Dann noch mal ein bisschen. Nichts, was du sagst, wird irgendjemanden hier überzeugen. Du bist nicht bei uns aufgewachsen. Und niemand weiß, ob du wirklich ein Vierter bist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier einen unwürdigeren Anwärter auf die Krone des Großkönigs gegeben hat. Du stiehlst nur unser aller Zeit. Als Außenstehender bringe ich neue Ideen und frischen Wind mit. Kommt drauf an, ob er Bohnen gegessen hat, dann ist der Wind nur ein bisschen frischer. Oder eben nicht frisch. Ja. Sollten nicht die Taten eines Zwerges mehr zählen als seine Abstammung? Ich wusste nicht, dass du für alle hier sprichst. Definitiv zwar. Ja. Es stimmt, dass ich euch nichts bezüglich meiner Abstammung vorzuweisen habe, das alle Zweifel beseitigen könnte.
Doch ist das wirklich wichtig? Sollten nicht meine Taten mehr zählen als meine Abstammung? Lasst mich beweisen, was ich vollbringen kann. Hauptsache, er kann was. Naja, so gesehen. Abstammung ist wichtig. Na. Na, und wenn du nichts kannst? Das ist aber gut argumentiert. Ja, aber dann gibt es auch wieder wohl. In einem fernen Land namens Österreich ist das fast schon Tradition. Also. Ja, da sprengt man ja manchmal nicht. Der Zwerg aus dem Stamm der Zweiten dort. Du sagst, ein Krieg gegen die Elben wäre Wahnsinn. Aber wie kannst du das als so junger Zwerg beurteilen? Du hast ja noch kaum etwas von der Welt gesehen. Wenn wir die Elben angreifen, sind wir nicht besser als die Albe. Unsere Aufgabe ist es, das geborgene Land zu beschützen, einschließlich der Elben. Wir würden verlieren. Verlieren auf keinen Fall. Nicht besser als die Albe. Zwar ist das. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, mit 1 reißt man, glaube ich, bei den Zwergen jetzt nicht so. Genau. Und mit 3 erst recht nicht. Ja. Es ist wahr, ich kenne vieles nur aus Büchern. Aber es steht geschrieben, dass es unsere Aufgabe ist, das geborgene Land zu verteidigen und zu beschützen. Das schließt die Elben ein. Und haben die Elben nicht denselben Feind wie wir? Sie könnten uns im Kampf beistehen. Warum sollten wir dem Feind in die Hand spielen, wie wir sie angreifen, anstatt gemeinsam gegen ihn vorzugehen? Stimmt wohl. Recht hat er. So spricht ein schlauer Krieger. Aber die Langohren hassen uns und wir hassen sie auch. Wie sagt man? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. No. Ich habe genug gehört. Der Rat hat die Worte beider Bewerber vernommen und muss nun eine Entscheidung fällen. Wer von euch Tungi Bolofar, den zurückgekehrten Sohn aus dem Stamm der Vierten, als meinen Nachfolger sehen will, der hebe die Axt. Die Axt. No. Und wer von euch will Gandoga Silberbart, aus dem Clan der Silberwerte, den König der Vierten, als meine Nachfolger sehen? Gandoga hat mehr Stimmen erhalten. Noch 10. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ein Hoch auf Gandoga. Es lebe unser neuer Großkönig. Jedoch... Das Ergebnis war nicht einstimmig. Und als amtierender Großkönig mache ich von meinem Recht Gebrauch, einen Wettkampf zwischen den Anwärtern zu fordern. Was soll das? Aber er hat die Wahl gewonnen. Es sind die Regeln. Der Großkönig hat das Recht dazu. Respekt. Er ist immer noch der Großkönig. Ruhe. Ihr habt den Befehl des Großkönigs vernommen. Schreibt auf einen Zettel, worin sich die beiden Anwärter messen sollen. Ich will keine Kleinen. Seid überrascht. Wer diese Aufgabe als erstes bewältigt, wird Großkönig sein. Es ist eine Expedition. Die Prüfung besteht darin, eine Gruppe zu führen, die die Axt Feuerklinge im grauen Gebirge schmiedet, mit der dann der Kampf gegen den Magus Not-On aufgenommen werden kann. Eine Expedition ins Tote Land? Haha, brillant. Das kann doch nicht wahr sein. Wir selber? Das nenne ich eine würdige Herausforderung, oder? Das nenne ich Glück, Gelehrter. Von allen Aufgaben zieht Bislipur ausgerechnet diese. Ja, Glück. Der da seine Finger im Spiel. Ich habe meine Finger im Spiel. Na, aber der kann ja im Prinzip gar nicht das machen, weil wir sind ja der Einzige, der das Holz dazu hat. Aber mein König verlangt das nicht von mir. Warum ausgerechnet ich? Du bist einer meiner besten Gemmenschneider und ich habe ihm Unterstützung versprochen. Es soll ein fairer Wettbewerb sein. Oder soll ich deinetwegen mein Wort brechen? Aber... Du wirst gehen, Goimgar Shimmerbart. Mach uns keine Schande und folge den Anweisungen Tungdils. Geh und kehre gesund wieder. Damit ist unsere Gruppe komplett. Wen hast du denn als Steinmetz ausgewählt? Ich. Ah, guten Tag, die Herren. Mafragor,
alten Säufer? Alter Säufer? Er hat mir versichert, er sei der beste Steinmetz hier. Der Großkönig selbst hat ihn geschickt. Naja, ich habe gesagt, dass ich genau der Steinmetz bin, den du brauchst. Dass ich vom Großkönig geschickt wurde, habe ich so nicht gesagt. Du lässt dich selbst von einem Säufer austricksen. Ich will den Kerl nicht in meiner Gruppe. Seid ihr versichert, Boindil? Auch ich könnte mir eine bessere Gesellschaft vorstellen. Aber Tundil gab mir sein Wort. Ja, ich gab dir mein Wort. Und solange du in der Lage bist, die Steinmetzarbeiten für die Feuerklinge zu machen, bist du mir willkommen. Es geht um das geborgene Land. Der Thron steht mir zu. Und Vrakas wird den Clans durch meinen Sieg zeigen, dass es so ist. Jawohl. Valendilin. Die Aufgabe ist den Anwärtern klar? Wer als erster die Feuerklinge schmiedet und hierher zurückbringt, hat seine Fähigkeiten bewiesen und wird unser neuer Großkönig sein, um uns gegen Nordon zu führen. Es wird Monate dauern, die Aufgabe zu lösen. Allein die Reise zu den Fünften ist eine langwierige und gefährliche Angelegenheit. Gefährlich, sicher. Aber langwierig nicht unbedingt. Du kennst das alte Tunnelsystem, das die Zwergenreiche verbindet? Tunnel sind schön und gut. Aber warum sollten wir unter der Erde bedeutend schneller vorankommen als darüber? Ein wissendes Lächeln umspielt den Mund des Beraters. Nun. Yep. Genau, die Expedition wurde verkündet. Wobei man sagen muss, im Buch sind es mehrere Aufgaben und die Expedition ist eine davon. Und das ist eine andere, ja. Er hat gerade mit der Hand gewackelt, gewedelt, wutschen und wedeln. Ja. Und die andere Aufgabe ist, wie gesagt, die, wo er balancieren muss, an Becher mit flüssigem Gold. Und das ist, wie gesagt. So geil. Beeindruckend, was unsere Vorfahren hier geleistet haben, nicht wahr? Die Stämme haben alle zusammengearbeitet. Kaum eine Aufgabe kann dann zu groß für uns sein. Hört, hört. Listen, listen. Warum wolltest du uns unbedingt begleiten? Entschuldige die Frage, aber was ist zwischen dir und Boindil passiert? Du solltest mit der Trinkerei aufhören, es wird dich doch umbringen. Tja, Blödsinn. Das ist das dritte nicht. Das heißt, unsere Party besteht jetzt aus den Twins. Einer gescheiter als der andere. Mhm. Und Waffencraft. Dann aus dem Gemmenschneider. Aus dem Gemmenschneider Goingard. Der. Und aus dem. Ja, und aus dem Alki. Genau, und aus dem Steinmetz Bavragor. Wenn du die Frage verzeihst, zwischen dir und Boindil scheint es böses Blut zu geben. Nichts, was unsere Mission gefährdet. Man, wir konnten uns einfach noch nie leiden. Wir sind Herr der Axt. Es steckt doch mehr dahinter als nur eine alte Feindschaft. Bavragor geht nicht darauf ein. Sein Blick ist auf Ereignisse vor langer Zeit gerichtet. Schon steil. Ja, warum wolltest du uns nicht begleiten? Ich verstehe immer noch nicht, warum du mich ausgetrickst hast und unbedingt mitkommen wolltest. Ich bin seit mehr als 200 Sonnenzyklen Meister des Steins. Meine Werke werden in allen Ecken des Reiches bewundert. Es gab nie einen besseren bei den Zwergen als mich. Aber heute, ich will nicht als der Säufer in Erinnerung bleiben, dem der Meißel in der Hand zittert, sondern als Bavragor Hammerfaust, ungeschlagener Meister des Steins, der die Feuerklinge zum Leben erweckte. Mein letztes Meisterwerk. Ich würde es aber nicht sagen. Ja, ich habe auch die anderen zuerst genommen, weil man gedacht hat, das könnten wir vielleicht noch umgehen. Ja. Aber gut, müssen wir dann doch tun. Du solltest deine Trickerei zügeln. Wir brauchen dich in bester Verfassung. So ist es. Es gibt welche, die sagen, ich sei nur noch Meister des Bieres und nicht mehr Meister des Steins. Aber keine Sorge, ich habe nichts vergessen. Ich kann nichts vergessen. Egal, wie viel ich trinke. Mich wundert es, dass wir seit Tagen keine Spur von Gamdogar gesehen haben. Vielleicht sind sie irgendwo falsch abgebogen. Wir sind bestimmt vor ihnen im Reich der Fünften. Was, die fahren jetzt da schon seit Tagen da mal drum spazieren? Sehr geil. Das ist ein ziemlich steiler Kniff, um Ladezeiten zu sparen, dass wir sie währenddessen unterhalten. Wir sind auf dem Weg zu den Ersten. Vermutlich sind wir schon unter dem Land der Hüter.
die Ersten. Warum? Seit die Fünften vernichtet wurden, sind die Ersten die besten Schmiede im gewordenen Land. Nur sie können auch Zionium und Hallandium verbinden, die sich eigentlich abstoßen. Außerdem können wir im Kampf gegen Nordom jede Hilfe gebrauchen und... Au. Wo jetzt los? Entgleist. Ja, mein Schiene. Verflucht. Gonga. Was brennt? Ihr kommt nicht weiter, Gelehrter. Was nun? Es ist alles deine Schuld, du Hochstapler! Ich wäre fast draufgegangen. Und wofür? Schön, dass du noch am Leben bist. Wir brauchen dich für unsere Mission. Damit du einen Thron stehlen kannst, der dir nicht gehört? Hass funkelt aus den Augen des Gemmenschleifers. Und einen Augenblick glaubst du, er würde sich mit dem Mut der Verzweiflung auf dich stürzen. Es geht um die Rettung des geborgenen Landes, nicht um den Titel des Großkönigs. Strafe ihn mit Nichtachtung. Du stehst unter meinem Befehl, unter meinem Befehl. Ja. Und die Moral appellieren. Macht er im Buch ebenfalls. Es geht mir nicht um den Titel des Großkönigs. Es geht mir um die Rettung des geborgenen Landes. Auch wenn du mir sonst nichts glaubst, das musst du mir glauben. Gar nichts muss ich. Ich bin gegen meinen Willen hier. Meine Gedanken sind wohl mein einzig verbliebenes Recht. Genug. Sammelt alle Materialien ein, die wir noch retten können. Wenn wir es zu den Ersten schaffen, können wir alles bekommen, was noch fehlt. Es sollten weniger als 200 Meilen bis zu ihrer Festung sein. Anur? Das ist ein Durchspaziergang. Mhm. Sonntagsspaziergang. Wie weit wird man brauchen für... Nachdem ihr die Materialien eingesammelt habt, macht ihr euch auf die Suche nach einem Ausgang. Nach einem schweißtreibenden Aufstieg gelangt ihr an eine runenverzierte Tür. Von dort kommt ihr in eine große Höhle mit einem Wasserfall vor einer sonnendurchfluteten Öffnung. Nacheinander geht ihr durch den Wasserfall und findet euch, nach der ungewollten Dusche, in Vajor, nahe dem Zauberreich Oremaira. Ihr findet euch auf einem Plateau und der Fluss, der hier als Wasserfall den Eingang zur Untergrundbahn versteckt, fließt an einem Wald vorbei, hinter dem ihr eine Mauer und Ziegeldächer seht. Du überprüfst deine Karte. Das müsste Mephordania sein. Wir gehen durch den Wald zur Stadt und schauen, ob wir unsere Vorräte auffrischen und Ponys kaufen können. Okay. Da drüben, das Königreich der Ersten. Vejuren, wir sollten von da unten gekommen sein, ja, ebenfalls. So weit einfach dann nach, was ist das, Nordwesten. Genau, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Jetzt haben wir natürlich die große abschließende Frage. Werden wir im nächsten Part auch wieder eine spontane Unterbrechung haben? Wahrscheinlich nicht. Okay. Zuerst gibt es einen Speicherer. Und dann eine Sache, die jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Entschuldigung, ich bin nicht geschneuzt. Genüssliches Schneuzen live von ihr. Ja. Dann eine Sache, die noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Wie gesagt, Expedition, es geht darum, die Feuerklinge zu schmieden. Und was ein bisschen hier nicht gesagt wurde, ist der Grund, wieso sie für die Expedition ins Reich der Fünften müssen. Und aus welchen Metallen sie besteht. Also es wurde jetzt kurz gesagt, dass sich Palladium und Thionium, also die Metalle des bösen Gottes Thion und der guten Göttin Palladiel, die Metalle verbinden sich in einer normalen Esse, beim normalen Schmieden nicht. Das ist genial. Die stoßen sie gegenseitig ab. Und deswegen wird im Buch thematisiert, dass sie dafür, also dass es nur eine Art Hitzequelle gibt, die so heiß ist, dass sie diese Abstoßung überwinden kann. Und das ist Drachenfeuer. Und Drachenfeuer gibt es nur bei den Fünften. Das fehlt ein bisschen hier. Das ist der Grund, wieso es eigentlich zu den Fünften müssen. Das ist der Grund für das ganze Abenteuer. Sonst könnten es eigentlich zu den Ersten reisen, dort einen Schmied abholen, das Ding bei den Ersten schmieden
und dann wäre die Story schneller vorbei. Das ist so ein bisschen ein Kritikpunkt, das ist hier ein bisschen ausgelassen worden. Das finde ich aber urcool von der Lore, also von der Idee her. So ein bisschen eine Art von Physik reinbringen, so quasi die Metalle verbinden sie erst ab einer gewissen Hitze. Ja, aber sinnbildlich für, es muss was Besonderes passieren, dass sich Gut und Böse miteinander vertragen. Finde ich, weißt du, ich als alter Philosoph finde das mega gut. Absolut. Urgeil. Absolut. Kann man. Fällt mir immer besser müssen. Nicht anders so sagen, ja. Kommt ein bisschen in Gang und diese Sequenz mit den Loren, wie wir durch die Gegend gecruised sind, war auch sehr steil. Ja. Gut, dann wird sie beim nächsten Mal weisen, mit welchem Steilhaftigkeitsniveau es weitergeht. Wir gehen voll steil. Voll steil gehen wir. Und in diesem Sinne, grüß euch. Deshalb, tüdelü.